die Angela hin? In die Türkei. Und die Natascha? Auch nach Dänemark. Und die Maren? Nach Finnland. Und die Christina? Nach Dänemark. Und wen haben wir denn noch da? Nach Usedom. Oh, deshalb würde ich auch mal gerne hinfahren. Und der Christian? Nach Mallorca. Und die Tamara? Bleibt zu Hause. Die Tamara bleibt zu Hause. Sie ist gerne zu Hause. So ist das mit den Kindern, Leute. Und die Elke, die hat auch eine Reise gemacht. Eine ganz große Reise. Davon wird sie uns berichten. Ich bin eine erste große Reise mit der Oma zur Verwandtschaft nach Halldorf. Als Handelsmann kommt er in den Zus und bestellt eine schöne Krise von Opas Cousine Brinchen aus Halldorf. Und dann die Brinchen und der Onkel Korot warteten auf der Oma ihren Besuch. Der Handelsmann soll Bescheid mitbringen, wann der Oma kommen will. Und Oma sprach für mich, und du darfst mir. Was denn die? Dann hat sie noch ausgerechnet, wer dann den Milchwagen der Hussprach fährt, weil wir ja so mitfahren mussten. Dem Handelsmann hat sie den Dorf genannt, den wir den Brinchen sprechen soll. Und nun hatte ich meine erste große Reise mit Übernachtung in Halldorf Bermee. Morgen früh, wo alle Milchkannen eingesammelt waren, sie stingen auf dem Wagen, der von zwei Pären gezogen wurde, kamen wir mit auf den Kutscherbock. Dann ging's los Richtung Guschberg. Damit der Wahn überhaupt in Guschberg ja hier raufkam, haben sie noch ein Dreschenkulpferd gespannt. In Guschberg angekommen, hat der Oma dem Kutscher was in der Hand gedrückt. Dann sind wir zum Bahnhof gegangen und hat auf den Zug geworfen. Da kam der Dampflok an, da waren noch ein paar Waggons dahinter, aber in einem Wahn mit so Holzbänken, da kommen wir rein. Ach, was war das aufregend für mich. Jedenfalls zum Mittagessen waren wir in Halldorf. Ja, nun kommen wir dann die Tante mit Päckchen in der Hand. Da soll ich ein paar Hieser wieder abgehen. Da war fest, sie sprach noch für mich, du kriegst da was Geschenkes. Kannst du dann essen? Und dann kämst du wieder hierher, brust dich nur noch dem elektrischen Hisschen zu richten. Es klappte da alles prima. Mit Päckchen habe ich heile abgeliefert. Kriegte noch ein Stück Kuchen und dann machte ich mich wieder auf den Heimweg. Guck nur dem elektrischen Hisschen, aber ich funk ja dann die Trinchen, er wusste nicht wieder. So kam ich an so einem Garten vorbei, da war eine Frau mit Kopftuch und Sackscherzen am Arbeiten. Ich sprach ganz laut das Dach, wie sich das so gehorchte. Und suchte wieder, und suchte aber dann die Trinchen, er wusste. Und da war ich schon wieder an dem Garten, sprach wieder Lude da und lief wieder. Ich habe mich nicht getraut, die Frau anzuspassen. Wie ich das dritte Mal dahin kam, fragte mich dann die Frau, Mädchen, hast du dich da verlaufen? Wo willst du dann hin? Ich will zur Tante Trinchen, meine Oma ist auch so. Wie heißt dann die Tante Trinchen wieder? Das wusste ich nicht. Ja, wie heißest du dann? Ich heiße Elke. Und Witter? Ja, was soll ich dann der Frau nur sprechen? Michels Elke oder Petzinges aus dem Überdorf? Ich hab gar nichts gesagt. Wo bist du dann her? Ich bin vom Metze. Ach, da weiß ich, wo du hingehörst. Sie kommen aus dem Garten, putzte ihr Hänger und der Sackscherzel ab und brachte mich nur der Tante Trinchen und nur meiner Oma. Ach, was haben sie jetzt getan, wenn die Frau das verzahlt hat? Und ich habe mich geschämt. Und da haben sie mir dann gesprochen, dass die Tante Brinchen auch noch Reis heißt. Und hätte ich mit Norm Betzing gesprochen, hätte die Frau auch gewusst, wie ich hätte gehortet. Die Tante Brinchen, die war nämlich eine geborene Betzing. Obens ging es dann ins Bett. Ich soll bei ihrer Tochter Frieda schlafen. Ich lag mit ihm in einem Bett. Das Frieda war eine ganze Ecke älter wie ich und schwatzte kumme Wort mit mir. Und da habe ich gekreschen. Ich will heim, ich will mit meiner Oma schlafen.
Ja, und Oma hat mich dann aufs Bett gepackt, wieder den Treppen runter und in den Schlafzimmer in die Ehebetten geleitet. Da haben wir dann den Nacht zu viert verbracht. Und den nächsten Tag ging es dann wieder heim. Was war ich so froh, wie ich den Wetter Kirchdorf wieder gesehen habe. Aber hübsch war sie doch und ich hatte was zu erzählen. Wir wohnten ja im Überdorfe neben der Schule und wir susten dann mit ins Dorf runter und dann mit Bernd den steilen Rhein runter. In so hohen Schuhen waren wir Pin und Isen beschlohen und dieser Rhein war so rutschig, dass meine Schwester in Stolpern kam. Und genau in dem Moment kommen drei Perlhühner vom Bernd rüber geplatscht. Und meine Schwester stärkte genau auf eins drum. Es hatte sich in den Knie ganz fürchterlich aufgestärzt. Nicht nur im Strumpen war eine Silvene, auch in dem Knie. Ich hatte die Last, das erst mal wieder heimzukriegen. Mit dem Inkaufen konnte ich nichts mehr. Und die selber gestrickten Strümpfe, die waren so kaputt, dass sie nicht mehr gestoppt werden konnten. Sie wurden aufgeribbelt. Und oben kommt dann Bernds Frau noch ins Heim und verzahlte, dass er Perlo tot im Hinterfuße lag. Es hatte den Sturz nicht überlebt. Und sie hat auch gar nicht mehr schlafen können. Nur hatten sie die Hinter erst noch gekauft, ein Stück für eine Mark 50. Und sie fingen gerade an zu leihen und nur sowas. Meine Eltern und die Oma waren ja auch mal dabei und Bernds Frau waren sich dann, ich glaube, auf 3 Mark eingesperrt. Aber meine Schwester, die hatte noch viel länger Paläste mit ihren Knien, bis die wieder in Ordnung waren.